Und da arbeite ich schon seit längerer Zeit mit dem statistischen Trading, was ich Ihnen ein Stück weit erklären werde, und eben mit der Fuzzy- und Vektorlogik. Das ist eine sehr interessante Geschichte, die geht so in Richtung neuronale Netze und künstliche Intelligenz, also so eine Art selbstlernendes System, ein selbstlernender Algorithmus. Wir schauen uns das, wie gesagt, mal an, was dahinter steckt. Doch grundsätzlich Finanzmärkte, Börsen, internationale Zahlenströme, das sind letztlich alles Zahlen, genau wie der Track-Record vom Henry, die sich natürlich auswerten lassen. Zu meiner Vita brauche ich jetzt erstmal primär nicht mehr viel zu sagen. Die hatte ich jetzt hier heute schon dargestellt und auch in den letzten Vorträgen. Wir wollen deswegen auf das saisonale und statistische Verhalten eingehen und eben prüfen, inwiefern es Vorteile liefert. Deswegen hier zur Agenda. Ursprung und Ideen möchte ich Ihnen erstmal erläutern. Wie bin ich selbst dazu gekommen oder beziehungsweise warum ist das für den Markt generell interessant? Dann saisonale Tendenzen, statistische Tendenzen und ihre Macht. Ihr macht Vakuum, weil tatsächlich eben da mehr als nur Zahlenmaterial dahinter steckt. Es gibt Wiederholungsmuster, sei es beim Henry mit dem britischen Pfund, was nicht so rund läuft, hingegen der Aussie da ganz gut läuft, oder eben auch Wochentage, da kann ich zum Beispiel auch selber in dieselbe Bresche springen. Ich habe mein Trading schon seit über 2 Jahren am Montag sehr reduziert. Zum einen war es der Fall, dass der Montag volatil gesehen ein Tag war, der ohnehin eine geringe Schwankungsbreite aufwies. Und was ist bei Tradern der Fall? Wenn wir keine Schwankungsbreite haben, können wir auch wenig verdienen. Also wir brauchen natürlich Bewegung. Und der Montag war da statistisch in den letzten Jahren eh schlecht. Und ja, Montag, der Auftakt in die Woche, am Forex-Markt definitiv ein Markt, den man da nicht unbedingt aggressiv handeln sollte. Deswegen auch ähnlich wie beim Handy bei mir eine Option, wo ich mich da ein Stück zurücknehme. Und wie hier in der Vita ja zu sehen, mein bevorzugter Handelsbereich selbst ist auch Forex, weil der Markt mit über 5 Billionen Tagesumsatz der preiseffizienteste, der liquideste und wie wir vorhin auch in dem Vortrag schon hatten, wenn man mit dem richtigen Bankenpool zusammenarbeitet, auch ein Markt, wo man jederzeit seinen Preis abgenommen bekommt. Ja, es gibt Millionen Orders jede Sekunde und mit einem richtigen, Broker-Desk, also mit einem richtigen Ausführungstool, mit den richtigen Aggregatoren, mit dem großen Pool, dann findet man eben auch seine Abnahme am Markt. Und das ist ja auch der Grund, wie ich schon sagte, warum wir aus dem Schweizer Franken Desaster am 15. Januar 2015 recht gut rausgekommen sind, weil eben nach unten hin die Orders auch ausgeführt wurden in dem Crash, weil wir eben viele Liquiditätsprovider haben. Gut, aber back to the rules, Agenda. Wie gesagt, reichlich gefüllt. Wir haben jetzt gut eine Stunde, die wollen wir jetzt auch dann gleich mal anpacken. Und vorab wollen wir uns mal die Frage stellen, was Sie sich denn unter saisonalen Tendenzen vorstellen können. Da habe ich mal hier ein bisschen was vorbereitet. Was es denn so gibt, zyklisches Verhalten, saisonales Verhalten, Kalendereffekte, Wochentagsstärke, das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wegen der Wochentagsstärke auch. Es gibt Währungen, die sind an bestimmten Wochentagen sehr stark und an bestimmten sehr schwach. Wenn man das weiß, ist es durchaus interessant, wenn man an einem starken Wochentag statistisch gesehen auch ein Long-Setup bekommt. Das heißt, wenn man einfach weiß, okay, statistisch ist das ein sehr bullischer Tag, dann ist der Trend meinetwegen auch bullisch. Und dann bekomme ich noch ein bullisches Entry-Signal. Also mit Verlaub, dann muss man eigentlich den Abzug ziehen und den Trade versuchen, weil man statistisch gesehen einen kleinen Vorteil hat, ja. Und wir arbeiten an den Märkten ja immer mit Wahrscheinlichkeiten und man wird nie 100% treffen, auch wenn die Parameter, die ich gerade nannte, in Sachen Bullish ineinander übergehen und man einen Vorteil hat, kann man trotzdem falsch liegen, dafür gibt es den Stop-Loss. Aber man hat einen Stück weit statistischen Vorteil, der einen eben hier schneller ins Ziel führen kann, wenn man long tradet und eben einen Profit irgendwo in dem Bereich sieht, der auch realistisch ist auf den Tag bezogen, dann kann man das sicherlich alles mitnehmen. Und insofern höchst, höchst interessant. Hier unten haben wir also generell mal zu den saisonalen Tendenzen die Tatsache, dass es sich hier um Wiederholungseffekte diverser Art handelt, also immer wiederkehrende Muster. Und das gibt es sowohl zyklisch, saisonal, kalendarisch oder auch wochentags und, wie wir nachher noch sehen werden, sogar Intraday. Also es gibt auch Intraday-Verläufe, die man durchaus mal im Hinterkopf haben sollte und die man sich auch jederzeit updaten kann. Und wie gesagt, das soll ja alles hier unterm Strich dazu dienen, dass Sie einen Handelsvorteil kriegen. Und das, was ich Ihnen vorstelle, muss jetzt hier nicht 1:1 übernommen werden oder gleichwohl komplett kopiert werden. Sie sollten vielleicht das rausnehmen, was für Sie interessant ist und das durchaus mit Ihrem Trading kombinieren. Und dann erhöhen Sie meines Erachtens auf jeden Fall Ihre Wahrscheinlichkeit, richtig zu liegen. Gut, aber saisonale Tendenzen, gehen wir mal kurz noch ein Stück weit in die Geschichte.
So saisonale Effekte, warum ist der Terminmarkt entstanden? Natürlich, um Geschäfte voraus abzusichern, sich gegen Marktpreisen gegen Marktpreisschwankungen abzusichern. Da werden praktisch Terminkontrakte vorab verkauft. Ja, das ist das Gesetz des Terminmarktes. Und an Rohstoff- und Terminmärkten spielen saisonale Effekte schon immer eine Rolle. Ja, das sind wiederkehrende Effekte in Form des Agrarmarktes. Es gibt Erntephasen bestimmte, es gibt Wetterphasen. Mit Indien die Geschichte, Phänomen Hochzeitssaison. Tatsächlich, Indien fragt, also das indische Land aufgrund der Hochzeitssaison von September bis November, fragt enorm viel physisches Gold nach. Und der Goldmarkt ist ja jetzt kein Riesenmarkt. Das führt schon zu einem Nachfrageüberschuss, was ergo tendenziell statistisch für steigende Preise sorgt. Dann die Jahresabschlussrallye. Auch nicht von ungefähr, auch das ist statistisch belegbar, dass wir hier in den letzten, sogar DAX zurückgerechnet, bis zu 40 Jahre, seit damals gab es noch den Commerzbank DAX, im Dezember eine Rallye-Phase haben. Hochinteressant zu wissen, ja, das heißt Mitte Dezember, auch dieses Jahr wieder, also letztes 2015, durchaus interessant mal hier auf einen Long-Trade zu schießen. Wenn Sie da noch weitere Informationen haben wollen, ich selbst habe auch so einen Stream wie der Henry, so einen Guidance-Stream. Oder ich veröffentliche auch hin und wieder im Netz solche, ich will es mal sagen, Research-Analysen, wo ich auf solche Phasen hinweise. Das klappt nicht immer. Wie gesagt, beim DAX gab es im Dezember zwei saisonale Einstiegsmuster. Das eine lief hervorragend, das andere war ein Flop. Da ging es wieder nur darum, wieder mit dem richtigen Chance-Risiko-Verhältnis zu arbeiten. Grundsätzlich aber interessant. Doch lassen Sie mich nicht zu sehr abweichen. Saisonale Tendenzen gibt es und die lassen sich praktisch buchstäblich einfangen. Und diese Effekte und die daraus sich erschließenden Daten können eben für Ihre Anlageentscheidung sowohl in einem bestimmten Zeitfenster oder zu einem bestimmten Zeitpunkt durchaus zweckdienlich sein. Den Ursprung hatte ich selbst, die Grüße an Dimitri Speck an dieser Seite, für diese Website hier, Seasonal Charts heißt die. Das war tatsächlich das erste Mal, wo ich mit der Idee überhaupt in Verbindung gekommen bin, mich mit sowas überhaupt mal auseinanderzusetzen, auch damit auf Tuchfühlung zu gehen. Ich glaube, auch dem einen oder anderen Zuschauer ist das auch noch nicht bewusst, was saisonale Tendenzen eigentlich sind. Deswegen ruhig mal die Seite anschauen und da mal ein bisschen rumstöbern. Ja. Da gibt es zum Beispiel, da rührt übrigens auch das statistische Verhalten her. In der Klimatologie gibt es natürlich, da haben wir ja sogar eine Datenreihe, wenn wir jetzt hier, sage ich mal, aus der Antarktis die Eisblöcke von vor hunderten Jahren rausziehen, wissen wir ja, wie die Temperaturen waren und können praktisch da statistische Ableitungen herleiten, wie und was jetzt hier, sage ich mal, temperaturtechnisch ablief. Genauso ist es jetzt hier an dem Beispiel bei der Seite vom Seasonal Charts, Dimitri Speck. Hier ist San Francisco und der Temperaturverlauf. Ja, das sind jetzt Fahrenheit. In der Spitze San Francisco im Sommer, umgerechnet sind wir hier so bei 24, 25 Grad. Ja, das ist das statistische Mittel. Das heißt, wenn man in die Sonne will nach San Francisco, sollte man wohl eher genau wie bei uns im europäischen Raum die Sommermonate bevorzugen. Ja, und das ist aber einfach eine Tendenz. Sie sehen es hier am Graphen. Das lässt sich backtesten sozusagen oder statistisch nachweisen, an welchen Monaten die Temperatur am höchsten ist und an welchen eben am tiefsten. Und das ist unserem europäischen Vergleich relativ naheliegend. Wir haben hier 40 Fahrenheit, das sind so 4, 5 Grad. Kein Minusbereich, aber wie gesagt, auch natürlich stark abfallend im Vergleich zum Sommermonat. Und das ist natürlich sehr, sehr interessant, dass solche klimatologischen Geschichten aufgrund des Datenmaterials auch für Währungsmärkte, Indizes, also Aktienmärkte oder eben generell Rohstoffmärkte anzuwenden sind. Und drum schauen wir uns hier mal den Euro-US-Dollar saisonal an, während der Jahre wohlbemerkt. Ja, wir haben auch hier Kalendereffekte, Januar bis Dezember. Und was ist hier zu sehen? Zum Ende des Jahres, da mag man jetzt drüber streiten, ob das steuerliche Effekte sind, dass die Amerikaner Geld transferieren, was übrigens interessanterweise Punkt zum Start des Januars wieder abgezogen wird. Ja, das muss man sich mal durch den Kopf gehen lassen. Während der letzten 30 Jahre, das geht allerdings nur bis 2012, ich habe nachher noch ein paar andere Tools, die sind ein bisschen frischer. Tatsache aber, zum Ende des Jahres Euro-US-Dollar bullisch, zum Beginn des Jahres bärisch. Das ist schon mal die Feststellung der letzten 30 Jahre. Und warum 30 Jahre? Auch interessant ist auch in der Fuzzi-Vektor-Logik, die ich nachher ein Stück weit erklären werde, interessant, denn in der Klimatologie und auch saisonal ist eigentlich alles ab 30 Wiederholungseffekten interessant. Das heißt, man muss eigentlich einen Datensatz von 30 Wiederholungen haben, um zu sagen, das werte ich jetzt statistisch aus. Im Übrigen ist es genauso mit den Trades. Ab 20, 30 Trades sollte man statistisch vorgehen. Ja, wenn Sie 5 Trades machen, da lohnt noch keine Statistik. Ab 20, 30 wird es interessant. Das ist übrigens auch im
Studienfach Statistik so, dass man, wie gesagt, man braucht einen gewissen Datensatzgröße, um damit arbeiten zu können. Und ab 2030 ist es eben interessant. Aber es ist je nach Couleur, muss man das eben feststellen, ob man noch tiefer geht. Letztlich 30, wunderbar. Also alles über 30 ist hervorragend geeignet. Und Euro, US-Dollar, diese Synergien lassen sich eben finden. Genauso, nächster Chart, S&P 500, S&P 500 Future wohl bemerkt, auch wieder 30 Jahre. Wir sind natürlich aufgrund des kapitalistischen Systems, der dynamischen Zahlen und des generellen Weltwachstums, Population, Weltbevölkerung steigt, Bruttosozialprodukt steigt, irgendwo in einem Prozess, dass wir eh in einer Wachstumskurve sind. Das zeigt der S&P 500 ja auch sehr schön an, dass es links unten nach rechts oben geht. Das heißt, wir haben einen Wachstumsprozess, der meines Erachtens auch immer weitergehen wird. Allerdings haben wir auch Phasen einer Korrektur. Und interessant, Juli, August, September sind statistisch gesehen, also die Sommermonate, sei es da deswegen, weil alle Händler in Urlaub gehen und sich die Sonne auf den Bauch brezeln lassen oder eben, weil die Gewinnmitnahmen von Jahresanfang realisiert werden. Man weiß es nicht oder man kann es vermuten, ich will aber darüber jetzt gar nicht spekulieren. Letztlich haben wir die saisonale Schwäche. Ja? Sie kennen die Geschichte Sell in May and Go Away. Wenn Sie das tatsächlich tun würden beim DAX, sprich Sie verkaufen im Mai oder besser gesagt, Sie steigen im Oktober ein und verkaufen im Mai. Das heißt im Prinzip, Sie würden hier Ende Oktober oder Anfang Oktober einsteigen, die Bewegung mitnehmen und diese Bewegung mitnehmen und Ende Mai oder Anfang Mai, Ende Mai, müssen wir gar nicht auf den Tag fixen, aussteigen, würden Sie komplett das hier ausblenden. Ja? Und wenn das zum Beispiel der DAX gemacht hätte, der jetzt in der Spitze bei 12.400 Punkten knapp war, also in seinem normalen DAX Performance Index, dann würde der DAX, wenn man die negativen Phasen ausblenden würde, jetzt schon bei weit über 35.000 Punkten stehen. Überraschung, aber möglich. Das heißt tatsächlich, während der Sommermonate ist es durchaus ratsam, hier unter Umständen Gewinne abzusichern, Gewinne mitzunehmen oder eben auch sich mit Neueinstiegen zurückzuhalten. Das ist jetzt aber auf 30 Jahre bezogen. Ja? Das heißt nicht, dass es dieses Jahr so kommt, das heißt nicht, dass es nächstes Jahr so kommt. Generell ist aber das die Datenbasis, die wir haben. Und wenn sich die Wahrscheinlichkeit der Statistik weiter fortsetzt, und je größer der Datensatz, desto wahrscheinlicher, desto möglicher ist es eben, das auch auszunutzen, solche Geschichten. Und deswegen hier nochmal der Chart vom Dimitri Speck, sehr, sehr interessant. Jetzt komme ich zu einer aktuelleren Geschichte, die sich hier im S&P 500 zeigt. Da sind wir jetzt hier, das ist nicht ganz optimal zu erkennen, Ende des Bretton Woods-Systems, also Wiederbelebung des Forex-Marktes sozusagen, wo praktisch die Anbindung an den Dollarpreis kippte. Da habe ich dazu am Dienstag einen Vortrag gehalten zum Forex-Markt. Generell hier praktisch Anfang der 70er haben wir hier den S&P 500, den wir auch hier in dem saisonalen Zyklus sehen, jetzt mal sozusagen in einem großen Chart-Intervall. Und hier lässt sich was Interessantes feststellen. Wir haben hier rot jeweils markante Hochs im Index. In dieser roten Linie, jeweils markante Hochs. Und die grüne Linie ist ein 7-Jahres-Abstand. Das funktioniert übrigens auch beim Dow Jones. Beim S&P 500 ist es aber reiner und der S&P 500 spiegelt die US-Wirtschaft in seiner Summe eh viel, viel besser wider, weil wir da eben 500 Aktien-Shares drin haben. Der Dow Jones ist eh ein eigenartiges Konstrukt, wenn man mal als Indexberechnung den hernimmt. Da ist der S&P 500 allemal besser als Repräsentation der US-Wirtschaft. Aber was wir eben hier sehen, alle 7 Jahre haben wir kurze Zeit später, Ausnahme 90er Jahre, immer wieder Korrekturphasen und Überraschung, schauen Sie mal, wo wir jetzt sind. Im Jahr 2014, 2016, das ist jetzt eine Spanne von 2 Jahren, das muss man jetzt hier auch nicht auf den Monat genau festmünzen. Wir sind aber zyklisch in einer Phase, die tendenziell für eine Ausdehnung der laufenden Korrektur spricht. Und das befürworte ich schon seit einigen Monaten, da wir auch im Handelsjahr 2015 per se seit den Allzeithochs vom Frühjahr seitwärts abwärts laufen. Also die Luft am Markt ist eigentlich raus. Und jetzt habe ich noch so ein zyklisches Verhalten, Mikro zugehalten, so ein zyklisches Verhalten, was mir jetzt sagt, hoppala, nach 7 Jahren ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass eine Korrektur stattfindet. Und jetzt habe ich hier einen Chart seit den 70er Jahren. Ne? Jetzt zeige ich Ihnen mal einen Chart von der UBS, UBS Research. Schwupp, die gehen sogar bis 1937 zurück. Und dann haben wir genau dasselbe Phänomen. Next Top, Circle Top, 7 Years. Schauen Sie das mal an. Das geht nicht nur bis zu den 70er Jahren, das geht sonst bis zu den 30er Jahren zurück. Also wir haben hier einen statistischen Datensatz, der ist ja so enorm, wo ich mir doch schon die Frage stelle,
Ich bin gespannt, was 2016 noch passiert. Meine persönliche Meinung, keine Anlageempfehlung. Ich glaube, wir sind längst noch nicht fertig. Der Markt, der wird schon noch runterkommen. Und wenn ich mir mal charttechnisch hier den S&P 500 nochmal anschaue, dann sehen wir hier das Hoch aus 2001, 2007, 2008 vor der Finanzmarktkrise. Und hier jetzt einen schönen Support. Meine lieben Zuschauer, wenn der S&P 500 wirklich mal in Richtung 1500 wandert, dann sehe ich das persönlich als Kaufchance des Jahrhunderts an. Das wäre charttechnisch ein klassischer Pullback im Zyklus, auch noch technisch durchaus machbar. Da kann sogar noch viel tiefer gehen, wenn man mal hier die prozentualen Abstände nimmt. Also er kann auch bis 1200 korrigieren, theoretisch. Aber ich will nur sagen, wenn wir die Korrektur fortsetzen, was ich nicht ausschließen will, kommen in den nächsten Monaten, Jahren sicherlich Einkaufsgelegenheiten, um langfristig an der Geschichte hier teilzunehmen. Also ich glaube nicht an den Untergang der Welt oder dass die Finanzmärkte kollabieren werden oder dass wir alle irgendwann nur noch auf der Baumwollplantage rumlaufen, das glaube ich nicht. Im Gegenteil, wir sind in einer Wachstumsgesellschaft und sind technologisch gesehen gut am Start. Und wenn man nicht nur das Negative sieht, dann gibt es auch viel Positives. Und insofern denke ich auch, wenn der Finanzmarkt die Wirrungen, die jetzt so entstehen, alle abgeschüttelt hat, wird auch wieder eine Perspektive am Horizont zu sehen sein. Und da denke ich auch, dass die Finanzmärkte wieder nach oben drehen. Aber interessant eben, was ich mit meiner 7-Jahres-Geschichte, die habe ich so seit 2014, publiziere ich den Chart und habe eigentlich schon früher mit einer Korrektur gerechnet, aber die UBS hat mich unlängst eben mit dem Chart auch noch bestätigt. Also sehr, sehr interessant.